Naja, also es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Orte. Es gibt Orte, da ändert sich Jugendarbeit nicht. Es wird nach wie vor Jugendhäuser geben und da wird es auch wichtig sein, dass wir ganz normale Jugendarbeit machen. Wobei auch dort sitzen die Jugendlichen natürlich mit, kommen sie mit ihren Games hin oder sie kommen mit ihren Handys hin und sitzen mit ihren Handys. Und wir müssen auch dort natürlich darauf eingehen und Bildungsangebote machen, vielleicht sie auch in ihren Lebenswelten abholen, vielleicht sie auch mal rauslösen, das kann auch mal sein. Und dann das andere, was ich habe beschrieben habe, ist diese digitale Lebenswelt, in der sie sind, was ein weiterer Raum ist. Und für diesen weiteren Raum müssen wir, glaube ich, nochmal ganz neue Formen von, ich sage jetzt mal zum Beispiel Digital Streetwork oder Bildungsangebote in digitalen Welten etablieren. Also ich fand das ganz spannend. Die NRW, der Jugendschutz, die haben halt ein schönes Papier rausgebracht zu Discord, Discord ist ja einer der wichtigsten Kanäle für ganz viele Jugendliche, also für die Gamer vor allem, ist andererseits datenschutzrechtlich hochproblematisch, weil sie eigentlich alles speichern, vereinfacht gesagt. Und der Jugendschutz NRW hat gesagt, aber im Sinne von Digital Streetwork muss man da hingehen können und die Leute da treffen und dann vielleicht für persönliche Gespräche sie in andere Räume holen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Bushaltestelle. Wenn an der Bushaltestelle Jugendliche stehen, wird ja der Streetworker auch nicht vorbeigehen, sondern wird auf die zugehen und nicht nur, weil da vielleicht noch andere Leute sehen, nicht sagen oder weil er die Bushaltestelle nicht mag, da nicht mit Jugendlichen arbeiten. Das ist so, glaube ich, ein Feld. Und für die Bildungsarbeit müssen wir auch noch mal viel stärker gucken, wie wir diese Lebenswelten aufnehmen, weil da ist so viel kreatives Potenzial in diesen Lebenswelten. Also wenn man guckt, was in diversen Games ganz Unterschiedliches gebaut wird, selbst in Fortnite werden irgendwelche Verteidigungsanlagen gebaut, mit denen, die man natürlich sofort übertragen kann in Bildungssachen. Ganz viel Minecraft, Mindtest-Projekte, man kann mit den Sims, man kann Videos machen. Also ich glaube, das Potenzial, was da drin ist, das sollten wir nutzen. Und die Jugendlichen haben alle das Schweizer Taschenmesser in der Hand, und haben das mit. Und ich glaube, gerade wenn wir mehr arbeiten, müssten wir eigentlich damit mehr arbeiten.